Jedes Jahr begeistern uns Spieleentwickler mit Neuankündigungen für ihre großen Titel. Die meisten erblicken das Licht der Welt, doch einige werden nie erscheinen. Oft werden sie in aller Stille begraben. Online-Welten besucht diesen Friedhof der Videospiele, doch anstatt Blumen niederzulegen, haben wir diese Games ausgegraben. Wir lassen sie für euch wieder auferstehen. Passend zur 10. Folge von Rest in Peace folgt auch ein großes Spiel, was das Licht der Welt nicht erblicken durfte und uns verwehrt blieb. Heutzutage sind MMORPGs einfach nicht mehr wegzudenken. Ein neues WoW-Add-on hier, ein Guild Wars 2 dort, es hört einfach nicht mehr auf. Doch selbst vor der Veröffentlichung des genregaranten WoW war schon das ein oder andere Spiel in der Mache, was zumindest damals die Leute bestimmt begeistert hätte. Lange Rede, totes Spiel, ich rede hier von True Fantasy Life Online. Das Besondere an diesem Titel war, dass es nicht wie für ein MMORPG üblich für den PC erschien, sondern Microsofts Konsole, die Xbox, der Träger für diesen Titel werden sollte. 2002 das erste Mal angekündigt und am 2. Juni 2004 schon wieder eingestellt. Eine Wahnsinnslaufbahn ist das zwar nicht, doch das sich 2 Jahre lang bei Level 5 in der Entwicklung befindende Spiel war auch durch die Ankündigung der Möglichkeiten heiß begehrt. So hatte der Spieler nebst dem beliebten Housing-System auch die Wahl zwischen 10 sogenannten Adventure-Gilden, denen er sich anschließen konnte. Das Ausüben von Berufen sollte auch schon in True Fantasy Life Online vorhanden sein. Da 2002 auch die Xbox den Markt eroberte, sollte dieser Titel auch eines der ersten Spiele für diese Konsole sein. Auch wenn die Spielwelt so gesehen schon fertig war, wurde es dennoch eingestampft. Publisher Microsoft beobachtete argwöhnisch die holprige Entstehung, in der es immer wieder Probleme gab und niemand wirklich mit dem Produkt zufrieden war. Es gab mehrere Gründe, warum gerade Level 5, die eigentlich für Titel wie Dark Cloud 1 und 2, White Knight Chronicles und die Professor Layton Serie bekannt sind, an True Fantasy Life Online scheiterten. Zum einen hatte Level 5 weder Erfahrung im Bereich Online-Gaming und zum anderen wollte Microsoft unbedingt einen Voice-Chat in das Spiel integrieren, was ein Key-Feature werden sollte. Als Entwickler Level 5 von diesem Extra des Spiels hörte, verschlechterten sich die Beziehungen zu Microsoft zunehmend. Denn Microsoft wollte selbstredend natürlich schnelle Ergebnisse, die Level 5 einfach nicht liefern konnte. Somit war auch die Präsentation auf der Tokyo Game Show 2003 weder beeindruckend noch aussagegebend, was das Spiel neben den schon genannten Features liefern sollte. Die einzig große Ankündigung war, dass der Release-Termin von 2003 auf 2004 verschoben wurde. Auf der E3 2004 dann wurde das Spiel schon gar nicht mehr vorgestellt und am 2. Juni kam dann auch die offizielle Meldung von Microsoft, dass der Titel eingestellt wurde. Eigentlich scheint alles gesagt zu sein, doch Level 5 CEO Akihiro Hino gab ein paar Monate später einer japanischen Zeitschrift ein Interview, in dem er die Geschäftsbeziehungen zu Microsoft als alles andere als freundschaftlich bezeichnet. 2008 sagte Hino sogar, dass er noch jede Menge Ideen für True Fantasy Life Online hat. Im selben Jahr gestand Shane Kim, der ehemalige Manager von Microsoft Game Studios, Fehler bei dem MMORPG-Projekt True Fantasy Life Online als auch bei Marvel Universe Online ein. Im gleichen Atemzug sagte er, dass er sich solche Spiele sehr gut auf der Xbox 360 vorstellen kann. Dass wir diesen Titel vielleicht noch nicht ganz abschreiben sollten, zeigte sich in der neuesten News über Level 5. Am 29. Juni diesen Jahres engagierten sie Yasumi Matsuno, der vor allem als Producer und Co-Director für Final Fantasy 12 und der Mitarbeit an Vagrant Story und Final Fantasy Tactics bekannt ist. Er selbst will aber gerne für kleinere Titel arbeiten und da aber die komplette Verantwortung für Inhalt und Entwicklung haben. Ob True Fantasy Life Online es also doch nochmal schafft, bleibt dennoch fraglich.